Das ist Moorboden. Seine Eigenschaften helfen uns, eine Moorfläche zu verstehen und die richtigen Entscheidungen für ein nachhaltiges Management zu treffen. In diesem Video wird gezeigt, wie die Merkmale und Eigenschaften eines Moorbodens zustande kommen und wie sich diese auf natürliche Weise oder durch menschliche Eingriffe verändern können. Um einen Moorboden zu beschreiben, muss man einerseits sogenannte Substratmerkmale bestimmen. Zum Beispiel, aus welchen Pflanzenresten der Torf besteht und wie stark der Torf zersetzt ist. Andererseits muss man die Gefügemerkmale erfassen, also dokumentieren, wie der Boden räumlich strukturiert ist. Die aktuellen Merkmale und Eigenschaften der Moorböden sind in zwei distinkten Etappen zustande gekommen. Während der Torfablagerung im wachsenden Moor und infolge der Entwässerung und Nutzung durch den Menschen. Wir möchten uns zunächst die Bodenbildung in wachsenden Mooren anschauen, die die primären Merkmale der Moorböden geprägt hat. Im wachsenden Moor können sich im Laufe der Zeit Torfe mit verschiedenen Merkmalen ablagern. Deren zentrales Substratmerkmal ist die Torfart. Damit sind die Pflanzen gemeint, woraus der Torf entstanden ist. Es gibt zum Beispiel Torfarten wie Torfmoostorf oder Schilftorf. In verschiedenen Phasen des Moorwachstums können, in Abhängigkeit von abiotischen Standortfaktoren, unterschiedliche Torfarten abgelagert werden. Zum Beispiel bildet sich Schilftorf meist in Niedermooren mit einer hohen Nährstoffverfügbarkeit. Wenn die Nährstoffverfügbarkeit mit der Zeit abnimmt, können Schilfröhrichte von Seggenriedern abgelöst werden. Über dem Schilftorf wächst Seggentorf. So können Moorbodenprofile mit Lagen aus verschiedenen Torfarten entstehen. Es ist wichtig, Torfarten bestimmen zu können, weil die Torfart einen großen Einfluss auf chemische und physikalische Eigenschaften des Moorbodens hat. Solche Eigenschaften wie der pH oder die hydraulische Leitfähigkeit der Torfe in einem Moor spielen in der Ökologie der gesamten Landschaft eine relevante Rolle. Ein anderes wichtiges, primär geprägtes Substratmerkmal ist der Humifizierungsgrad eines Torfes, ein Maß für den Zersetzungszustand des akkumulierten pflanzlichen Materials. Je nach Luftverfügbarkeit und Temperatur im oberen Bereich des wachsenden Moorbodens wird frisch abgestorbenes pflanzliches Material unterschiedlich stark zersetzt, bevor es in den permanent wassergesättigten Bereich gelangt und dort konserviert wird. Ein klassisches Beispiel dafür finden wir in norddeutschen Hochmooren, wo sich Torfmoose primär entweder als stark zersetzten Schwarztorf oder als schwach zersetzten Weißtorf abgelagert haben. Schwarztorf ist hauptsächlich im Subboreal entstanden, einem warmen, feuchten Zeitalter, das vor ungefähr 6000 Jahren anfing. Vor etwa 2500 Jahren sanken die Temperaturen und die Niederschläge nahmen zu. Das Subatlantikum fing an und damit die Weißtorfbildung. Die nass-kalten Bedingungen hemmten die aerobe Zersetzung und erlaubten in diesem Fall eine schnellere Akkumulierung und einen viel geringeren Zersetzungszustand. In vielen Moorbodenprofilen sind also auch Schichten zu erkennen, die primär mehr oder weniger stark zersetzt sind. Was das Gefüge, also die räumliche Struktur anbelangt, werden Torfe primär als kompakte, zusammenhängende Masse abgelagert. In Abhängigkeit vom Humifizierungsgrad besteht diese aus variablen Anteilen an strukturierten, gut erkennbaren Pflanzenresten und amorpher, stark zersetzter Feinsubstanz. Doch wenn man einen Moorboden durch tiefe Gräben entwässert und landwirtschaftlich oder forstwirtschaftlich nutzt, werden Prozesse in Gang gesetzt, die zu schwerwiegenden sekundären Veränderungen führen. Damit ist auch die Fähigkeit der Moorböden, wertvolle ökologische Funktionen zu erfüllen, stark beeinträchtigt. Fast alle Moorflächen in Deutschland sind entwässert und werden genutzt. Deswegen sind die Merkmale des Substrats und des Gefüges an den meisten Standorten durch die Prozesse der sekundären Bodenbildung geprägt. Nehmen wir mal einen Niedermoorstandort als Beispiel. Hier ist ein typischer Ablauf der sekundären Bodenbildung. Zunächst wird die Fläche über kleine Gräben relativ schwach entwässert. Eine extensive Grünlandnutzung wird möglich. Dies reicht aber dafür aus, dass die Sauerstoffverfügbarkeit im entwässerten Bereich die Zersetzung des pflanzlichen Materials begünstigt und die Torfakkumulierung verhindert. Der Torf wird hier durch die Bodenfauna, zum Beispiel Regenwürmer und kleine Gliederfüßer, zersetzt. Die Fraßaktion dieser Kleintiere verändert auch das Gefüge des Oberbodens. Dort bilden sich kleine, krümelförmige Bodenaggregate aus. Dann heißt es, dass der Torf vererdet ist.
Zusätzlich wird der Torf auch durch aerobe Bakterien zersetzt. Diese veratmen den im Torf gebundenen Kohlenstoff und setzen ihn als Kohlenstoffdioxid in die Atmosphäre frei. Ein Prozess, der als Mineralisierung bekannt ist. Dadurch wird der Moorboden zur Netto-Kohlenstoffquelle. Noch schwerwiegender sind die Veränderungen nach einer tiefen Entwässerung. Durch den Verlust des Auftriebs setzt sich nun der entwässerte Torf unter seine Eigenlast, sackt also in sich zusammen. In kurzer Zeit kommt es zu deutlichen Geländehöhenverlusten. Da der Torf bei der Austrocknung schrumpft, entstehen Zugkräfte, die zum Aufreißen des Torfes führen. Zuerst bilden sich vertikale Schrumpfrisse aus. Nachher auch Querrisse, vor allem in den oberflächennahen Bereichen. Immer tiefer zerfällt die ursprünglich ungeteilte Torfmasse und sondert scharfkantige Aggregate ab. Durch die Schrumpfung verdichtet sich der Torf weiter und es kommt zu zusätzlichen Geländehöhenverlusten. Außerdem wird der Torf durch die Rissbildung effektiver belüftet und aerobe Zersetzungsprozesse laufen nun auch in tieferen Bereichen ab. Oxidierter Torf wird allgemein dunkler. Auch Bodenbearbeitung spielt bei der sekundären Veränderung der Moorböden eine wichtige Rolle. Durch das Pflügen für den Ackerbau oder den Grünlandumbruch werden in der Regel die oberen 15 bis 30 cm des Bodens zerschlagen und durchmischt. Die Befahrung mit schweren Maschinen fördert die Ausbildung scharfer horizontaler Risse im Torf, der außerdem wieder stärker verdichtet wird. Fortschreitende Vererdungsprozesse verändern den durchmischten Oberboden weiter, während weiterhin neue Schrumpfrisse entstehen. Die kapillare Wassernachlieferung aus tieferen Schichten wird durch horizontal und quer ausgerichtete Risse zunehmend erschwert. Der Oberboden trocknet immer stärker aus, dadurch leidet auch das Bodenleben. Wegen der schwachen biologischen Aktivität kann das biogene Krümelgefüge im Oberboden nicht mehr aufrechterhalten werden. Die Krümel zerfallen zu einem sehr feinen, grießig-staubigen und wasserabweisenden Material. Dieser Degradierungsprozess heißt Vermulmung. Vermulmtes, feines Material kann nachträglich auch reaggregieren und Aggregate bilden, die besonders dicht sind. Im tief entwässerten Zustand findet die Mineralisierung in einem viel mächtigeren Bodenbereich statt. Dadurch wird klimaschädlicher Kohlenstoffdioxid massiv freigesetzt. Der Moorboden löst sich wortwörtlich in die Luft auf und die Geländeoberfläche sinkt weiter. Für den Gesamthöhenverlust, der nach der Entwässerung durch die Setzung, Schrumpfung und Mineralisierung des Torfes zustande kommt, wird der Begriff Moorschwund verwendet. Dieser kann in besonders tiefgründigen Mooren nach jahrzehntelanger Entwässerung sogar mehrere Meter betragen. Moorschwund und Bodenverdichtung verursachen auch auf Landschaftsebene verschiedene Probleme. Zum Beispiel kann die Geländeoberfläche unterhalb des Wasserstandes umliegender Flüsse oder des Meeresspiegels sinken. Solche Gebiete sind überflutungsgefährdet und können nur durch ständiges und kostspieliges Pumpen trocken gehalten werden. Außerdem verliert geschrumpfter, verdichteter Torf seine Fähigkeit zu quellen und Wasser aufzunehmen. Damit verlieren entwässerte Moorflächen ihre Fähigkeit, Wasser in der Landschaft zurückzuhalten. Und jetzt möchten wir uns anschauen, wie und warum Bodenkundlerinnen den Moorboden ganz genau untersuchen müssen. Die erste Frage wäre, wie man die Merkmale eines Bodens grundsätzlich erfasst. Wenn wir uns ein Bodenprofil anschauen, sehen wir, dass verschiedene bodenbildende Prozesse unterschiedlich tief in den Boden hineingreifen. Dadurch entwickeln sich mehrere oberflächenparallele Bodenschichten, die einigermaßen einheitliche Substrat- und Gefügemerkmale aufweisen. Diese Schichten werden Horizonte genannt und tragen jeweils den Namen eines prägenden bodenbildenden Prozesses, zum Beispiel Vermulmungshorizont oder Torfschrumpfungshorizont. In der Bodenkunde ist es allgemein notwendig, die Bodenhorizonte erkennen zu können, weil sich aus bestimmten Horizontabfolgen die Bodentypen ableiten lassen, die man auf bodenkundlichen Karten darstellt. Außerdem kann man den Boden nach der Bestimmung der Horizonte korrekt beproben, sodass die durchgeführten Laboranalysen aussagekräftige Ergebnisse liefern. Im Spezialfall der Moore ist die Erkennung der Horizonte sehr relevant. Wenn man Horizonte richtig identifiziert, versteht man, welche Prozesse den untersuchten Standort geprägt haben und welche Herausforderungen der Standort für ein nachhaltiges Moorflächenmanagement mit sich bringt. Zum Beispiel ist die Anwesenheit eines Vermulmungshorizonts ein Indikator für ungünstige hydraulische Eigenschaften. Ein vermulmter Standort ist stark austrocknungsgefährdet.
Vermulmter Torf wird hydrophob und kann Wasser nur sehr schwierig aufnehmen. Das ist für das Pflanzenwachstum ungünstig und auch für etwaige Wiedervernässungsmaßnahmen besonders problematisch. Weiterhin sind Reaggregierungs-, Absonderungs- und Torfschrumpfungshorizonte mit spezifischen Hindernissen für die vertikale und laterale Wasserbewegung durch den Torf verbunden. Eine Tatsache, die bei der Regulierung der Wasserstände auf der betroffenen Fläche zu beachten ist. Wasserstandsregulierung ist sowohl für eine klimaangepasste Bewirtschaftung als auch für Renaturierungsmaßnahmen relevant. Ebenfalls wichtig ist die Erkennung der Mächtigkeit der Vererdungs- und Vermulmungshorizonte und allgemein aller Horizonte, die durch Bodenbearbeitung beeinflusst wurden. Diese Schichten sind durch Düngung generell stark nährstoffbelastet und müssen bei Renaturierungsmaßnahmen in der Regel entfernt werden, damit sich eine moortypische Vegetation wieder etablieren kann. Für Wiedervernässungsmaßnahmen spielen Torfart und Humifizierungsgrad in Unterbodenhorizonten eine wichtige Rolle. Bei der Wiedervernässung von Hochmooren ist es förderlich, im Unterboden eine stark zersetzte Torfschicht zu haben, zum Beispiel aus Schwarztorf. Wegen der geringen hydraulischen Leitfähigkeit wird das Regenwasser gestaut und im darüberliegenden Torf zurückgehalten. Für die Wiedervernässung von Niedermooren sind stauende Unterbodenhorizonte aber problematisch, weil das Grundwasser sie von unten nach oben nur schwer passieren kann, sodass zu wenig Wasser in die oberen Schichten gelangt. Für die Aufnahme der Bodenmerkmale gibt es in Deutschland verschiedene Ressourcen. Der Standard wird durch die bodenkundliche Kartieranleitung gesetzt. Außerdem gibt es für die Bestimmung der Substratmerkmale die Steckbriefe Moorsubstrate und für die Bestimmung der Gefügemerkmale und Horizonte das neue Wikimoos-Feldbuch. Moore sind wertvoll. Es lohnt sich, sie zu schützen. Und der Moorboden ist ein guter Grund.